Moin Leute und herzlich willkommen zu Felix Gartenrundgang Folge Nummer 1. Heute zeige ich euch mal all das, was so gerade bei mir im Garten anliegt. Viele kleine Themen, die kein eigenes Video wert sind, aber trotzdem mal im Gartenrundgang gezeigt werden sollten. Ich zeige euch heute zum Beispiel unseren Wasseranschluss im Garten, die neuen Obstbäume, viele Frühlingsblüher, die gerade blühen, und ich stelle euch mal unsere Gartenhütte genau vor. Die habt ihr schon mal gesehen, aber wir haben mittlerweile Teppich drin, Regale, alles perfekt eingeräumt, und das zeige ich euch mal heute in diesem Video. Viel Spaß bei Felix Gartenrundgang Folge Nummer 1. Viel Spaß dabei, los geht's. Ja, und mittlerweile, da brauchen wir eigentlich fast eine Sonnenbrille und T-Shirt. Es ist nämlich gerade heute 18 Grad im Garten, gefühlt in der Sonne auch deutlich über 20. Und wir haben jetzt endlich einen Wasseranschluss. Wassermarsch, das eine Teil hat ja noch gefehlt, hier oben dran gedreht. Und jetzt 3/4 Zoll, Schlauch dran. Und jetzt füllen wir mal eben unsere Wasserfässer auf. Ja, wie man sieht und hört, ich befülle gerade das Wasserfass neben mir. Aber da unten ist ein kleines Leck drin. Mal schauen, wie wir das reparieren können. Aber jetzt testen wir gleich auch mal, was die Pumpe hier in unserem neuen Garten überhaupt für eine Kraft hat. Und stellen mal den Rasensprenger an und schauen mal, ja, was für ein großes Feld der macht. Hier im Hintergrund könnt ihr sehen, an der Gartenhütte mittlerweile der zweite Anstrich. Ziemlich schön dunkel. Felix Hobbygartenschild ist da oben dran und auch ein Nistkasten für die Vögel. Und wenn wir uns hier mal umdrehen im Hintergrund, da könnt ihr sehen, da blüht alles ganz schön weiß. Mittlerweile wird es einfach Frühling hier. Ich finde, bei dem Wetter, da macht Gärtner noch richtig Spaß. Ja, ein kleiner Blick ins Gewächshaus. Hier, das ist das kleine Gewächshaus aus diesen Hohlkammerstegplatten. Wir haben ja auch eins aus Glas, aber da schauen wir gleich mal rein. Hier, wenn wir jetzt mal so auf den Boden schauen, sehen wir, wir haben es sehr gut vorbereitet. Und jetzt warten wir quasi auf Anfang Mitte April, denn dann werden wir mit allen Pflanzen ins Gewächshaus ziehen. Wir ziehen immer fast alles wirklich im Gewächshaus vor. Zu Hause sind nur Paprika, Tomaten, Physalis und ich sag mal Auberginen zum Beispiel. Der Rest, der wird wirklich dann hier im Gewächshaus oder auch im Folientunnel, wo wir jetzt reingehen, vorgezogen. So, und dann gehen wir mal in den Folientunnel. Auch hier seht ihr, links und rechts sind die Beete schon vorbereitet. Und hier hinten, den Weg, den lassen wir übrigens begrünen. Und hier hinten, da sehen wir dann unsere ganzen Gießkannen. Wir haben, glaube ich, 3 graue, 2 rote und eine grüne, also insgesamt 6 Stück. Obwohl die eine hier den Umzug auch nicht wirklich überlebt hat. Die gibt den Geist auf, obwohl bis hierhin kann man sie ja trotzdem noch befüllen. Rasen haben wir hier jetzt, der überall rauskommt. Da wollen wir unseren Weg in der Mitte so ein bisschen zuwachsen lassen. Im alten Garten hatten wir das ja ein bisschen anders. Im alten Garten, falls ihr euch erinnert, da hatten wir in der Mitte ja Kies und hatten links und rechts eine Steinkante gelegt und in der Mitte halt mit Kies ausgefüllt. Da war nur spätestens nach der ersten Saison das Problem, dass die reifen Früchte wie Tomaten, die dann auch ein bisschen matschig waren, die in den Kies gelandet sind, die kriegst du natürlich schwer wieder raus. Die sind dann ausgetrieben. Und auch so war das mit dem Unkraut dazwischen, ja, sehr schlecht. Wir mussten eigentlich immer Unkraut dazwischen zupfen. Und zwischen diesem kleinen Kies war das echt schwer. Und ja, vielleicht kann man auch eine Unkrautfolie drunter legen. Aber das haben wir natürlich vergessen. Und ich glaube auch so, alles, was von oben gekommen ist, die Unkrautsamen und auch die Tomaten, die werden so oder so ausgetrieben, auch wenn man unten was drunter gelegt hätte. Ja, und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, machen wir einfach von vornherein einen grünen Weg hier in der Mitte von unserem Folientunnel. Wir haben mit dem Folientunnel natürlich eine super Möglichkeit, schon sehr früh im Jahr auch vorgezogene Jungpflanzen im Garten zu kultivieren. Und zwar machen wir das eigentlich immer ab Anfang April. Und unsere Erfahrungen sind, ja, auch Temperaturen von minus 2 bis 3 Grad minus überstehen die Pflanzen ganz gut, denn wenn es an die 0 Grad geht, machen wir das wie folgt. Wir stellen die Pflanzen in die Mitte vom Folientunnel, denn da kommt die kälteste Temperatur zum Schluss hin. Die zieht nämlich von den Folienseiten nach innen. Der zweite gute Tipp ist, dass wir das mit einem Gartenschutzvlies, also mit diesen Gemüsevliesen, nicht die durchlässigen, sondern wirklich diese dicken abdecken. Darunter bleibt es dann immer noch mal ein paar Grad wärmer. So können wir ab Anfang April ganz sicher unsere Jungpflanzen, selbst Paprikas und Tomaten ab Mitte April, hier schon, selbst wenn frostige Nächte kommen, noch einmal kultivieren. Wenn es an die minus 10 Grad geht, da müssen wir nicht drüber reden, dann sollten wir die Pflanzen nochmal reinholen in die Garage oder ins Haus.
Aber so sind wir eigentlich jedes Jahr ohne einen einzigen Verlust an Frost durch die Saison gekommen. Und das werden wir auch dieses Jahr wieder so machen. Ja, und welche Jungpflanzen haben wir gerade zu Hause? Aktuell sind es Physalis, Erdbeeren, Erdnüsse und auch Paprika. Aber die Tomaten, die werden wir auch noch zu Hause aussäen und dann im Garten pikieren und quasi hier lassen. Das heißt, wir säen immer die Tomaten am letzten Märzwochenende aus. Und Mitte April, da pikieren wir direkt hier im Garten. Da sauen wir auch nicht so viel im Keller rum. Und dann können wir die Pflanzen auch gleich hier stehen lassen. Jungpflanzenverkauf machen wir auch wieder in diesem Jahr und deswegen werden wir wieder ganz viel von unseren Jungpflanzen vorziehen. Genaues Datum und genaue Infos, die werden noch folgen. Ja, hier in unserem Glasgewächshaus, da werden wir dieses Jahr ein bisschen was anderes reinsetzen. Wir hatten im letzten Jahr Kunterbunt, Tomaten, Erdnüsse, Pepino, Aubergine und ich glaube auch Wassermelonen. Hier hatten wir wirklich alles drin. Und dieses Jahr sieht unsere Aufteilung ein bisschen anders aus. Paprikas und Chilis, die werden wir hauptsächlich im Folientunnel machen. In dem Gewächshaus da hinten mit den Hohlkammerstickplatten, da kommen ein paar Exoten und Gurken rein. Und hier, da werden dann quasi die Tomaten drin sein. Die sind hier in dem Glashausklima nämlich am besten aufgehoben. Und hier haben wir nämlich auch direkt über uns vier solcher kleinen Fenster zum Lüften. Das heißt, hier haben wir auch auf jeden Fall keine, ja, feuchte Temperatur drin und können regelmäßig lüften, dass es auch nicht zu heiß wird. Das ist für die Tomaten besonders gut. Denn ja, auch im Gewächshaus kann man Kraut- und Braunfäule bekommen und das wollen wir ja natürlich nicht. Deswegen können wir nicht einfach das Gewächshaus zulassen und nicht lüften. Dann ist die Luftfeuchtigkeit nämlich so hoch, dass wir auch da Kraut- und Braunfäule bekommen. Und unserer Erfahrung nach im Sommer können die vier Fenster einmal aufbleiben. Das ist hier eigentlich immer warm genug und der Regen, der kommt auch wirklich ja nur schwer da rein, weil wir, wenn wir das hier mal aufmachen, wirklich nur so ein vertikales Fenster haben, da kommt der Regen nicht rein, der läuft trotzdem runter. Und so haben wir hier gelüftet und trotzdem die Tomaten vor Regen geschützt. Ansonsten sieht das hier aus wie in den anderen Gewächshäusern auch. Wir haben schon umgegraben und es ist auch schon ein wenig gedüngt und bald kommen hier die ersten Jungpflanzen, zumindest zur Vorzucht ins Gewächshaus. Ja, und rundherum hier, da haben wir überall noch Rasen gesät, den werden wir jetzt erstmal mit dem Wasser angießen. So, und jetzt herzlich willkommen in meiner Gartenhütte. Hier hinten, da haben wir unsere ganzen Gartengeräte aufgehangen. Da seht ihr rechts eine Schaufel, dann ein Dreizack, drei Fisgar-Schaufeln, eine so eine Grabegabel für Kartoffeln, so eine Mistforke. Da unten steht unser Fünfzack, der hat nämlich einen zu langen Stiel. Dann haben wir da oben eine normale Harke hängen. Hier die beiden Dinger, ich weiß gar nicht genau, wie die heißen, die nutzen wir mal zum Beetfläche, ja, lockern oder auch zum Unkraut zwischen den Reihen wegmachen. Dann haben wir hier einen Besen drin, hier hängt unser Handfeger. Hier stehen meine Gartenschuhe und alles zur Wassertechnik. Hier oben haben wir unseren Düngevorrat. In diesem Jahr nutzen wir da den Biodünger aus dem Münsterland und zwar den Naturmeister Biodünger. Schaut auf jeden Fall mal rein. Arthur von Arztgarten nutzt ihn auch und hat mich da ein bisschen inspiriert, den auch mal zu probieren. Bin auf jeden Fall gespannt. Hier haben wir ein Regal, da haben wir alles reinsortiert. Zum Beispiel unsere Gartenhandschuhe, Gartenwerkzeuge. Dann weitere Gartenwerkzeuge. Hier, da haben wir unten so ein paar Kleinigkeiten drin, wie unseren Turboplanter, Sägen. Eine Sprühflasche, wenn wir mit effektiven Mikroorganismen arbeiten. Hier oben haben wir noch eine Kiste für die Wassertechnik, also alles, was mit Wasseranschluss zu tun hat. Dann haben wir hier eine Kabeltrommel, ein Bodenanalyse-Testset. Das werden wir demnächst mal testen, wie der Nährwert unseres Gartenbodens ist, beziehungsweise auch der pH-Wert. Und da bin ich auf jeden Fall ganz gespannt drauf. Hier oben Akkubohrer, Bitkisten und ganz viele Bits. Dann schauen wir in das nächste Regal. Hier haben wir unsere ganzen Tomatenhaken schon liegen. Die haben wir sortiert. Die nutzen wir ja, um unsere Tomaten aufzubinden. Hier unten haben wir eine Kiste mit allen möglichen Schrauben und Gewächshausklammern. Und dann haben wir hier unseren Benzinkanistervorrat und oben noch einen Felix Hobbygarten Banner. Am Garten haben wir jetzt schon zwei hängen. Das haben wir noch über. Und da oben sind auch noch ein paar Reste drin. Genau, ein paar Scharniere oder Verdichtung fürs Gewächshaus. Und hier haben wir dann unseren Spindelmäher stehen. Spindelmäher haben wir nicht mehr viel im Garten. Wir haben noch einen, um damit mal kleine Stücke mähen zu können.
Funktioniert ganz gut. Ihr seht, der ist ja noch ein bisschen dreckig. Haben wir im alten Garten schon immer viel genutzt. Hier drin, da sind dann so verschiedene Rohre oder die Dinger hier, das sind Schutzringe quasi für Obstbäume. Die können wir drumherum machen. Haben wir jetzt gerade aber schon hier in diesem Bokashi-Eimer ist unser ganzer Vorrat an effektiven Mikroorganismen versteckt. Da haben wir alle möglichen effektiven Mikroorganismen drin über verschiedene Erden und andere Hilfsstoffe. Hier haben wir dann unsere Motorsense, die Aiko BC330B. Die hat einmal vorne ein Messer, die können wir aber auch durch diese normalen Rasentrimmerbänder ersetzen. Und hier haben wir dann unseren Rasenmäher. Ja, und das war's eigentlich schon. Darunter haben wir noch ein paar Pflanzenbeschriftungen. Mal reinschauen, sind das alles Dachziegeln zerteilt und da ist dann rein graviert, rein gelasert. Ich weiß nicht, wie die Dame das gemacht hat, die uns das geschenkt hat, aber da haben wir eigentlich zu jeder Kultur im Garten ein Schild und die können wir dann im Garten einsetzen. Ja, und hier draußen sieht man auch noch mal den deutlichen Unterschied. Das ist dieser Naturholzton, der Grund eigentlich von dieser Gartenhütte und das daneben, das Dunkle, das ist die gestrichene Farbe. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, die Gartenhütte anzustreichen, denn so haben wir nochmal eine deutlich schönere Farbe an der Gartenhütte dran. Kennt ihr den YouTube-Kanal Selbstversorger Jonas? Der Jonas, der hat uns im Oktober schon beim Umbautag quasi für unseren neuen Garten ein paar Sachen zur Unterstützung geschickt, denn der Jonas hat nicht nur einen YouTube- und Instagram-Kanal, sondern auch einen tollen Online-Shop für viele Gartenartikel, nämlich garten-paket.de. Blende ich euch mal hier ein und aus rechtlichen Gründen, jetzt auch gerade, weil ich drüber spreche, muss das Werbung eingeblendet werden. Und ja, Jonas hat uns bzw. unseren neuen Garten mit einer Palette aus Corna Animalin Gartendünger unterstützt, und zwar ist das dieser gute Gartendünger, den sicherlich viele von euch auch schon kennen. 50 Sack, also eine ganze Palette voll mit 20 Kilo. Das ist schon echt ordentlich. Ich glaube, es ist genau eine Tonne Dünger, wenn ich mich da nicht verrechnet habe. Und aus Corna Gartendünger Animalin, das ist auch noch biologischer aus 100% natürlichen Rohstoffen. Danke Jonas für diese Unterstützung mit deiner Seite garten-paket.de. Verlinke ich euch auch mal in der Videobeschreibung, falls ihr euch da selber mal umschauen wollt. Danke an Jonas, netter Typ und sympathischer YouTube-Kollege. Schaut doch mal bei seinem YouTube-Kanal rein. Wenn wir uns dann hier umdrehen, was haben wir noch? Diesen riesen Erdhügel, davon gibt es auch noch einen zweiten, da im Hintergrund. Da habe ich euch ja gesagt, die werden wir bepflanzen, zum Beispiel mit Kürbisse und Kapuzinerkresse. Wenn ihr sonst noch Ideen habt, schreibt sie mir auch gerne mal unten in die Kommentare. Da sind wir noch für alles offen. Unsere erste Gartensaison hier. Wir wissen selber noch nicht, wie wir das alles hier überhaupt schaffen sollen. Und hier auf Lager haben wir natürlich auch noch ein bisschen Pferdemist. Der kommt nachher noch, wenn gepflanzt wird, mit ins Gewächshaus zu den Pflanzen. Starkzehrer wie Paprika, Tomaten und Kartoffeln, die bekommen auch noch mal ein bisschen Pferdemist mehr. Ein großes Projekt in unserem Garten sind ja die 16 verschiedenen Hochbeete, in denen wir auch 16 verschiedene Kulturen anbauen wollen. Und damit sind wir jetzt gestartet. Hier in diesem ersten Hochbeet, da haben wir nämlich schon Knoblauch gesteckt. Man sieht jetzt noch nichts, deswegen brauche ich euch das auch noch nicht zeigen. Das ist noch nicht so super spannend, aber hier vor mir, da steht ein komplettes Hochbeet, ein großes sogar. Und dort haben wir, ich glaube, 7 oder 8 Knoblauchzehen vereinzelt und reingesetzt. Also da werden wir ordentlich Knoblauch ernten und dann nehme ich euch die gesamte Saison über mit. Ja, und wenn man es an meiner Stimme nicht hört, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Ich war letzte Woche leider krank. Ihr werdet es mitbekommen haben, deswegen kam Sonntagmorgen um 8:15 Uhr auch kein Video. Ab jetzt, das war wirklich eine Ausnahme, kommt aber auch wirklich wieder jeden Sonntag um 8:15 Uhr ein neues Video von mir. Versprochen. Ich weiß gar nicht, was genau das bei mir im Hintergrund ist, aber es blüht unglaublich schön weiß. Und das schon seit einiger Zeit, seit Anfang März. Das ist so das Erste, was hier auf den Frühling hindeutet. Schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr das genau wisst. Sieht sehr, sehr schön aus. Viele weiße Blüten. Ich habe schon Zierkirsche gehört. Vielleicht habt ihr aber noch andere Tipps. Schreibt sie mir auch gerne mal unten in die Kommentare. Und jetzt, wenn wir mal hinter mir schauen, das Beet ist soweit fertig. Gefräst haben wir. Pferdemist ist eingearbeitet. Da kann es jetzt auch losgehen. Und der Rasen hinter mir, der ist tatsächlich auch schon gedüngt. Da habe ich den Coxin-Rasendünger speziell genommen. Den gibt es hier bei uns im Gartencenter. Und jo, das
soweit vom Rasen. So, hier gieße ich jetzt gerade die neuen Obstbäume an und auch die neuen Beerensträucher, die wir hier so gepflanzt haben. Hier vorne, wenn wir nochmal zurückgehen, da sehen wir zum Beispiel hier vorne den Pfirsich, der ist schon älter, aber auch da vorne die beiden Blut-Johannisbeeren an der Straße. Als ich gesagt habe, ich habe Beerensträucher gepflanzt, die beiden Blut-Johannisbeeren sind natürlich keine Beerensträucher, das sind Ziersträucher. Aber hier vorne, das sind zwei Himbeeren, nein, drei Himbeeren sogar und eine weiße Johannisbeere. Das sind natürlich Beerensträucher, das habe ich alles unter einem Begriff gefasst. Deswegen vier Beerensträucher, zwei Ziersträucher, so nochmal zur Korrektur. Und ja, vor jedem Obstbaum, da haben wir auch noch ein paar Blumen gepflanzt. Hier kommen zum Beispiel ein paar Tulpen, zwei Hyazinthen und ein Krokus. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. So, und hier kommt schon komplett der neue Rasen. Ich weiß nicht, wie gut man das auf der Kamera erkennen kann, aber der neue Rasen, der ist einfach über Nacht mal eben gefühlt ein paar Zentimeter gewachsen. Und jetzt gerade kommt noch mal ordentlich Wasser drauf. Bei den Temperaturen hier sollte der aber jetzt auf jeden Fall schnell grün sein. Hier, da müssen wir jetzt den Aufsatz komplett neu vorsetzen, weil sich das mit dem Umbau ein bisschen verzogen hat, ist das hier undicht gewesen und das Wasserfass, ja, konnten wir oben befüllen und ist unten wieder leer gelaufen. Deswegen setzen wir hier jetzt nochmal den Aufsatz neu dran, da ein bisschen, ja, das ganze krumm im Gewinde saß, ist da Wasser durchgelaufen und das kommt jetzt einfach nochmal gerade wieder davor und dann läuft das wieder. Hier, da seht ihr das, so sieht das Ganze aus oder sollte so aussehen und das setzen wir jetzt wieder gerade davor. So, und jetzt, wir haben ja für 800 Euro neue Obstbäume bestellt bei Garten Schlüter. Zeige ich euch mal ein paar. Wir haben hier mittlerweile alle eingepflanzt und zwar haben wir die auch gleich mit diesem Stammschutz geschützt vor unseren Kaninchen, die hier überall rumlaufen, damit wir nicht gleich wieder Fraßspuren oder Schäden an den Obstbäumen haben und die nicht mehr so gut wachsen. Ja, schauen wir einfach jetzt mal uns die neuen Obstbäume an. Hier zum Beispiel die frühe Sauerkirsche, reifert Mitte Juli, Morellenfeuer. Noch relativ klein, die haben wir auch nicht mit einem Stammschutz geschützt, weil wir hier sehen, dass sogar selbst hier unten Knospen rauskamen. Da haben wir uns dann dafür entschieden, dass wir erstmal abwarten, ob die Hasen überhaupt wieder aktiv hier werden und den Stamm anfressen oder ob wir vielleicht auch so Chance haben, dass die Obstbäume so wachsen können. Wenn wir da mal hier vorne hingehen, da haben wir den Obstbaumschutz ein bisschen zurechtgeschnitten. Hier ist zum Beispiel die Säulenbirne mit einer mittelgroßen Frucht. Was haben wir hier vorne? Die Kornelkirsche, europäische Kornelkirsche. 60 bis 100 cm soll die sein, also 50 cm hat die auf jeden Fall schon mal. Das würde ich auch so bestätigen. Wächst hier vorne. Dann hier sehr schön die Ziersträucher Blut-Johannisbeere zweimal. Finde ich von der Blüte einfach super schön, auch wenn die jetzt keine Früchte trägt. Einfach von der Blüte, vom Pollenspender her für die Tiere auf jeden Fall auch ein großes Muss und fürs Auge natürlich. Hier haben wir Riesentulpen, ich sehe das gerade. Das hier im Vergleich so die kleinen dazu und die großen, die sind schon echt krass. Hier dann drei neue Himbeeren, zwei rote, eine gelbe. Und eine weiße Johannisbeere. Hier hinten auf der Ecke, da haben wir noch dann den dunkellaubigen schwarzen Holunder, der darf hier in der Ecke groß werden. Was haben wir hier? Portugiesische Birnenquitte, läuft jetzt gerade auch aus, sieht super aus. Dann den Aprikosenpfirsich, die Pfirsikose, auch schon sehr schön in der Blüte. Hier nicht neu, aber auch sehr schön, muss ich euch mal zeigen, unser Blühkreis aus Hyazinthen. Wir haben ja zwischen den Beerensträuchern immer Blühkreise gemacht. Und hier vorne, da dann das gleiche mit Tulpen. Hier haben wir dann unseren Boskop-Apfelbaum. Hier vorne ist das Schild schon abgefallen. Apfel-Gravensteiner. Dann die Zwetschge-Jojo. Und hier Pfirsich-Sugar-Baby. So, und dahinter mir, da können wir sehen, das Wasserfass, das füllt sich langsam. Wir konnten es reparieren und es tropft auch nicht mehr unten raus. Endlich, wir haben es repariert, wir können wieder Wasser quasi hier sammeln.
Wasser sammeln wisst ihr sowieso mal besser. Gerade im Sommer kann sich das Wasser so schon mal ein bisschen erwärmen. Denn egal ob man abends oder morgens gießt, die Pflanzen sind immer wärmer als das Grundwasser. Und dann kommt es zu einer Reizung und kann zum Wachstumsstopp führen. Deswegen immer wichtig, Wasser am besten aufwärmen, in Gießkannen oder in Wasserfässern. Aber am besten nie direkt auf die Beete geben. Bei Gemüse ist das noch wichtiger, gerade bei Tomaten, bei Salaten und sowas, weil die sich wirklich in der Sonne aufheizen. Und wenn ihr dann mit kaltem Wasser gießt, dann stresst das die Pflanze nur ungemein und die Pflanzen wachsen nicht mehr so gut. Deswegen kann ich euch da auf jeden Fall empfehlen, wärmt euer Wasser in Wasserfässern auf. Und dann habe ich euch noch zwei wichtige Pflanzen nicht gezeigt, und zwar sind das einmal die Kiwis. Die stehen hier vorne in relativer Sonne, also hier ist fast den ganzen Tag Sonne drauf. Hier haben wir die zweite stehen, die sind jetzt noch sehr klein, aber die lassen wir dann an den Zaunranken und die sollen in der Breite bis 3 Meter werden und können in der Höhe, andersrum, in die Breite können die 8 Meter gehen und 3 Meter in die Höhe, das ist natürlich ordentlich. Da haben wir den ganzen Zaun hierfür vorgesehen. Und hier vor, wirklich in der sonnigsten Ecke, da haben wir die Feige stehen. Die wollen wir im Winter dann nur mit einem kleinen Kübel schützen. Und ja, da sehen wir auch schon, die treibt schon an einigen Stellen aus. Bin ich sehr optimistisch, dass wir da auch wieder Feigen dran haben werden. Denn hier seht ihr noch, haben wir die letzten jetzt abgebrochen vom letzten Jahr. Die kann man natürlich nicht mehr verwerten. Aber da bin ich sehr gespannt drauf. Und hier, da haben wir einmal die rote Weintraube. Und die blaue Weintraube neu gepflanzt, neben unserer großen grünen Weintraube, die wir schon länger haben. Die sieht erst einmal sehr lange abgestorben aus, aber dann im April explodiert die auf einmal und schon sieht man, dass die Pflanze wieder da ist. Es war letztes Jahr im Tierheimgarten auch noch sehr spät, als der Wein kam. Wir dachten schon, der wäre tot, aber der kommt auf jeden Fall immer sehr spät wieder. Und ja, das war es dann auch schon. Hier noch ein kleiner Blick in die Streuobstwiese. Jetzt so langsam, wo die gefüllt ist, sieht die auch schon deutlich besser aus. So Leute, ich genieße jetzt noch das schöne Wetter hier im Garten. Endlich mal 20 Grad und Sonnenschein. Wir haben jetzt gerade 6:30 und es ist echt noch sehr sonnig. Ich freue mich, dass es endlich besseres Wetter wird. Ich hoffe ihr auch und ich hoffe ihr kommt im Garten voran. Felix Gartenrundgang Folge Nummer 1, das war's von heute. Wir sehen uns aber schon bald wieder mit der nächsten Folge. Bleibt dran, abonniert mich, um nichts mehr zu verpassen und gebt der Folge gerne einen Daumen nach oben. Bis demnächst und ciao.